Alle 250.000 Jahre etwa wechselt das Magnetfeld unserer Erde seine Richtung. Laut Statistik kann es also wirklich nicht mehr lange dauern, dass es wieder passiert. Und das hätte fatale Folgen für uns alle. Ihr habt euch dieses Thema bei WhatsApp gewünscht. Hier bekommt ihr es. Was also darauf hindeutet, dass tatsächlich eine Umpolung des Erdmagnetfeldes bevorsteht, was wir überhaupt zum Innenleben der Erde wissen und welche Konsequenzen solch eine Umpolung der Erde für das Leben auf ihr hätte. Jetzt in Klicks um Science and Fiction. Herzlich willkommen. Immer mal wieder gab es in der langen Erdgeschichte eine Umpolung des Magnetfeldes durchschnittlich alle 250.000 Jahre. Das letzte Mal, als es seine Richtung gewechselt hat, das ist allerdings schon 786.000 Jahre her. Heißt also, hätte man damals eine Kompassnadel die Richtung anzeigen lassen, hätte sie nicht nach Norden, sondern nach Süden gezeigt. Damals passierte es innerhalb von echt schnellen 100 Jahren. Glaubt man also der Statistik, sollte dieses dramatische Ereignis demnächst mal wieder anstehen. Also eigentlich ist es überfällig. Und ja, Schätzungen zufolge nimmt die Stärke des Erdmagnetfeldes derzeit um 5% ab pro Jahrhundert. Dazu die Europäische Weltraumorganisation ESA. Die Feldstärke hat sich in den letzten 150 Jahren um 10% verringert. Würde es bei dieser Zerfallsrate bleiben, müsste es rein rechnerisch in 1600 Jahren gänzlich verschwunden sein. Forschungsteams weltweit nehmen das Thema jedenfalls sehr ernst, doch viel können sie nicht tun. Und der Grund dafür ist eigentlich ziemlich krass. Wir wissen kaum etwas über das Innenleben der Erde. Genauso wenig wie über einen Richtungswechsel des Erdmagnetfeldes. Das Einzige, was wir wissen ist, im Inneren der Erde sorgen Ströme aus geschmolzenem Eisen für das sonst noch so unerforschte Magnetfeld. Jetzt hat ein Forschungsteam von der University Leeds die Dynamik im Erdinneren genauer untersucht, und zwar mit Hilfe der europäischen Satelliten Swarms. Diese Satellitenmission der ESA beinhaltet drei Satelliten, die die Erde auf polaren Umlaufbahnen umkreisen und dabei messen, wie stark das Erdmagnetfeld ist, wie es sich orientiert und auch, ob es sich zeitlich verändert. Die Mission wurde Ende letzten Jahres bis ins Jahr 2021 verlängert. Durch die verschiedenen Perspektiven der insgesamt drei Satelliten ist es möglich, andere Magnetfelder wie etwa aus der Erdkruste herauszurechnen. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler konnten also tatsächlich beobachten, wie das flüssige Eisen 3000 Kilometer unter der Erdoberfläche fließt. Dabei machten sie eine erstaunliche Entdeckung. Und zwar fanden sie einen Eisenstrom, der sich von Russland bis nach Nordamerika erstreckt. Dabei dreht er sich westlich und kreisförmig um den Nordpol. Und überraschend ist tatsächlich seine Geschwindigkeit. Der etwa 429 Kilometer breite Eisenstrom bewegt sich rund 40 Kilometer pro Jahr, was dreimal schneller ist als alle anderen Strömungen im Erdinneren. Kurios ist auch ein weiteres Ergebnis des britischen Forschungsteams. Der Eisenstrom unter Russland und Nordamerika ist in den letzten Jahren immer schneller geworden. Um die Geschwindigkeit des Eisenstroms zu berechnen, wandte das Forschungsteam einen kleinen Trick an, denn dies machen die Swarm-Satelliten alleine nicht möglich, weil unter Sibirien und Kanada zwei Hotspots mit einem extrem ausgeprägten Magnetfeld liegen und sich diese Hotspots mit dem Strom bewegen, war auch die Analyse der genauen Geschwindigkeit möglich. Das Fehlen eines solch starken Hotspots auf der Südhalbkugel hat es bislang unmöglich gemacht, auch auf der Südhalbkugel einen ähnlichen Eisenstrom zu lokalisieren, obwohl das britische Forschungsteam von seiner Existenz überzeugt ist. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weltweit jedenfalls sind dran, möglichst zeitnah noch mehr zu diesen kuriosen Prozessen im Erdinneren zu erfahren. Und ich habe es eben schon kurz erwähnt, das Verständnis der Wissenschaft dazu ist wirklich ziemlich gering bislang, und das könnte fatale Konsequenzen haben, falls wirklich eine solche Umpolung des Erdmagnetfeldes geschieht. Denn das Magnetfeld der Erde schützt das Leben auf ihr vor der gefährlichen kosmischen Strahlung. Bei einer Umpolung würde es sich wohl deutlich abschwächen. Die Krebsgefahr für Menschen und Tiere wäre dann deutlich erhöht. Auch beim Fliegen wären wir also einer deutlich höheren Strahlung ausgesetzt. Ein Zusammenbruch würde zudem wohl die weltweiten Strom- und Kommunikationsnetze zum Kollaps bringen. Auch Satelliten würden ausfallen wie sonst nur bei Sonnenstürmen. Ja, wenn ihr als Erste Neues zum Thema und zu allen anderen Themen erfahren wollt, dann meldet euch hier bei WhatsApp an. Dann erfahrt ihr vor allen anderen vom neuesten Video garantiert. Ihr könnt dort direkt in der Redaktion von Klicksum mitmachen und Themen vorschlagen oder Fragen zu Videos stellen. Der direkte Draht zu mir. Einfach hier draufklicken und natürlich nicht das Abo mit Glocke vergessen. Hier geht es weiter mit, dafür auch draufklicken, riesiger, rätselhafter Lichtbogen über der Erde. Ansonsten würde ich mal wieder sagen, bis dann.
Bleibt dran!